Right, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Got the intel. Looks like this is going to be a tough one. We've had reports of violence, and it looks like they left in a hurry. Walter Holland, Räucherstäbchen im Bereich, EMF und Parabol. Wir haben 0% Sanity, bekommen aber 50 durch Pillen, dann sind wir jetzt wieder bei 100. Wir verlieren keine Sanity, weil wir die Kerze halten. Das heißt, wir sind erstmal safe. Du kannst nicht jagen. Ich kann nicht sprinten, aber es sind alle Verstecke offen. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schocki. Ja, deswegen kann ich ja auch nicht sprinten. Boop. FBI, open up! Tür ist offen, kommt rein. Dafür, dass er viele Interaktionen machen soll, ist Geisti ganz schön ruhig. Außer er ist im Keller. Oh. So, Knochen haben wir auch. Can you give me a sign? Oh. Ich würde sagen, dass er entweder Garage oder so ist. Vielleicht auch hier im Wohnzimmer. Lasst uns mal ein bisschen Scheiß holen. Wir kriegen einen Beweis. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal direkt die drei Dinger mit. Oh, ich glaube, er ist doch im Keller. Geisti ist doch im Keller. Dann schauen wir mal nach Orbs. Dann scheint Geisti nur kurz hochgewandert zu sein. Wir haben Fackelmännchen. Und ich würde sagen, dass es definitiv kein Shade ist. Where are you? How old are you? What are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? Sagen... Hast du gerade eine Tür bewegt? Ich glaube, du hast gerade eine Tür bewegt. Okay. Ich glaube, Geist hat gerade oben die Kellertür bewegt. Wir scheinen kein Gefrier, keine Box und definitiv keine Orbs zu haben. Und können direkt sowohl den Hantu als auch den Moroi und den Mimic ausschließen. Ist es auch kein Onryo? Du wanderst mittelmäßig viel, aber er kann seinen Geisterraum nicht wechseln. Ich würde sagen, da sind keine Dots. Damit wäre der Goryo auch erstmal raus und damit hätten wir auch weder Dots, Orbs noch Box, wäre kein Yokai. Dots, Orbs und Gefrier wäre kein Yurai. Wir können schauen, ob er ins Buch geschrieben hat. Ich nehme definitiv das EMF mit. Ja, und direkt ein Kruzifix. Er hat auch noch nicht ins Buch geschrieben. Wir können gerne nochmal schauen, ne? Also wie gesagt, er kann seinen Geisterraum nicht wechseln. Aber hier geht es nicht einmal über 10. Und im Nebel geht es definitiv über 10. Where are you? Oh, wait, das habe ich gehört. Wait. Fingerabdrücke bleiben unendlich. Fingerabdrücke bleiben unendlich. Fingerabdrücke bleiben unendlich. Nope. Keine Fingis. Bitte lass das noch was geworden sein. Ja, Mann. Immer noch keine Fingis. Das habe ich gehört. Nehmen wir das mit. Nehmen wir das EMF mit. Was hast du berührt? Die war es nicht. War es die vielleicht doch? Aber du hast immer noch keine Fingis. Ich glaube, er hat die berührt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ruhig, ganz geschillt. Oh, wir haben kein Phantom. Wir haben definitiv kein Phantom. Oh, ich kann das nochmal machen. Where are you? How old are you? What are you? What do you want? Nein. Wir haben zu 100% keine Box. Can you... Hunt me? Was? Geisti wollte schon hunten?
Er steht... Seht ihr seine kleine Fackel? Der steht im Versteck. Ist okay, ich gehe. Geist, sie hat Bock zu handeln. Ich könnte mit den Karten spielen. Er handelt. Ich würde behaupten, dass es definitiv kein Shade sein kann. Wir haben immer noch nicht mal einen Beweis. Es sind safe keine Orbs, safe kein Gefrier, safe keine Box, zu 100% keine Dots und auch definitiv nicht das Buch. Es wird davon irgendwas sein. Das war nur ein Event. So ein Keck. Oh. Oh. Ich kann nur eine nehmen. Das heißt, ich war bei 45% oder höher. Weil ab 95% Sanity kann man keine Pillen mehr nehmen. Haben wir vielleicht einen Überfuffi-Geist? Ich würde ja wirklich fast sagen, dass wir EMF haben. Ich weiß, dass hier noch ein Fotoapparat war. Das kann, ich wollte gerade sagen, das kann keine Hand sein. Dings. Wait, nein, er hat ins Buch geschrieben. Oh. Mare wird schwierig. Dämon nicht ganz so schwierig. Ich bin so ein bisschen bei Mühling, wenn ich ehrlich bin, ne? Bei Mühling, er war sehr leise im Hand. Ja. Allerdings war er auch unten im Keller, wo dann sowieso nochmal alles leiser ist. Are you here? Dankeschön, das war das paranormale Geräusch. Das wäre ein verfluchter Hand gewesen. So viel dazu. Also alleine von dem, was er wirft, bin ich ganz ehrlich, ich würde einen Poltergeist ausschließen. Lü. Ich habe geräuchert um 7:17. Das heißt, ein Spirit dürfte erst wieder um 10:17 handeln. Du kannst deinen Geisterraum nicht wechseln, also geh weg. Jetzt hast du... Hörst du... Gehst du mal bitte wieder in deinen Geisterraum jetzt? Freundchen. Wait, wir sind ja noch nicht mal bei 50%. Geist, die kann ja nicht mal handeln. Warum versuche ich denn überhaupt... Ist okay. Du kannst deinen Geisterraum nicht wechseln. Geist wurde in seinen Geisterraum teleportiert und kann in der Theorie eine Minute lang nicht jagen. Unten. 25 Sanity Plus. Ich mag's wie meine Hand da. Oh, ich habe eine High Priestess. Ich darf sterben und werde dann wiederbelebt. Oh ja, ich habe 0% Sanity. Perfekt. Geist. Okay, 10. Eine Stunde 10 direkt habe ich geräuchert. Ich bin bei 0% Sanity, das heißt, jetzt kann ich definitiv den Spirit testen. Das ist mir auch... Oh ja, er huntet. Es ist definitiv kein Spirit. Kannst du jetzt mal ein Stück weiter weggehen, bitte? Nein, das ist kein Mühling. Maro oder Dämon? Also er schmeißt zu wenig. Es könnte trotzdem Poltergeist sein. Ich glaube aber nicht dran. Geist wurde zurück in seinen Geisterraum teleportiert. Und das ist noch eine Hand. Ich bleib bei Mare. Es wird vermutlich falsch sein. Aber ich bleibe bei Mare. Es war doch ein Mühling. Aber ich habe ihn so extrem weit gehört. Als ich in Hasis Zimmer saß. Donald Dyer, Räucherstäbchen, beide Aufgaben und 25% Sanity. Durch den nicht existenten Regen laufen. Oh, wir haben die Tarotkarten. Was haben wir noch? Oh, und die Musikbox. Das heißt, wir bekommen zu 100% ein Geister-Event. Sehr geil. Maggie macht dann Sugar Mommy in der Lobby und wirft mit Fassbuckgeld um sich. Tanzt für mich, meine Bitches!
Somebody come get her, she dancing like a stripper. Somebody come get her, she dancing like a stripper. Boah, aber ich muss schon sagen, ist schon geil mit 150%, ne? Hi, Mäuschen. Oh. Oh. Geisty. Bist du hier? Hier ist eine Tür offen. Can you give me a sign? Hier ist eine Tür offen. Geist muss sein. Hier. Geist muss sein. Hier. Ich kann Deutsch. Oh, ja. Geist ist definitiv hier. Okay. Gut, lasst uns ganz schnell rausgehen. Halt, nein, wir brauchen im Prinzip gar nichts mitnehmen. Wir brauchen nur die Kamera, falls es ein Mimic ist. Ich würde direkt auch noch UV und Salz mitnehmen. Sollten wir nämlich kein Gespenst haben, können wir damit wenigstens unsere Fotos machen. Wir haben definitiv keine Orbs. Das heißt, es ist zu 100% kein Mimic. Pöck, pöck, pöck. Dann schauen wir da einfach mal. Dann legen wir da ein Kruzi hin. Und dann würde ich sagen, legen wir da ein Kruzi hin. Und wir haben zu 100% kein Gespenst. Aber wenn wir jetzt schon mal alle Geister ausschließen können, die über 60 und 70 handeln können. Ja, noch nicht ganz. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig. Fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Geist, jetzt Strom ausgemacht, es ist kein Gin. Ich würde sagen, er hat so wenig den Strom ausgemacht, das ist kein Handschuh. Wir sind jetzt schon eine Weile unter 60%, also ist es kein Onryu und auch definitiv keine Mare. Ja, guck mal, wir sind schon so weit unten. Jetzt sind wir wieder bei 95, das heißt, ich kann jetzt die Musikbox benutzen. Ich glaube, das wurde noch nichts. Nein. Das war definitiv kein Geisterfoto. Das war nur ein Fußabdruck. Ey! Das ist kein Phantom. Das ist definitiv kein Phantom. Er wird auch schneller. Er besitzt eine Beschleunigung. Okay, gut. Es ist kein Revenant, es ist kein Deogen. Moroi ist schwierig, müssen wir noch testen. Es ist kein Raiju, es ist auch kein Zwilling. Es ist auf jeden Fall kein Phantom, dafür hat er nämlich zu viel geblinkt. Jag mich nicht, ich will nicht laufen, ich bin voll mit Schocki. Ene, mene, Mister, ich sag, du bist... Oni. Nein, wahrscheinlich. Nee, ich sag, du bist ein Goryeo. Welcome back. There's some jobs ready for you. Heather Roswell. Bewegungssensor, Geist Mahu und Räucherstäbchen während der Jagd. Aber ich schummel. Dann habe ich jetzt wenigstens. Dann habe ich jetzt wenigstens schon den Fotoapparat drin. So. Okay, Geisty scheint oben zu sein. Oh, wir haben den Spiegel! Herzlichen Glückwunsch an alle! Sie ist ein Deogen! Sie ist ein Deogen! Sie ist ein Deogen! Sie ist Deogen? Ist sie ihn? Ich hab aus Versehen geräuchert. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich meine Kerze nehmen. Wait, ist sie ein Deogen? Sie wurde gerade langsamer, als sie bei mir war. Oh
Wait! Wait a second, Jung! Wir haben gar keine Musikbox. Ich habe da einfach fotografiert und dachte mir so, ja, ja, Musikbox. Aber ist okay, haben wir ja gar nicht. Vielleicht den Zirkel zu fotografieren. Nein! Ja, also ich schaff's, ihn zu fotografieren. Aber das war's dann. Ich kann sie hier nicht loopen. Bitte hör auf. Das kannst du keinem erzählen. Ist durch den Bewegungssensor gelaufen. Sie muss jetzt nur noch meine Kerze auspüstern. Die Frage ist halt, wo genau bist du? Hier, magst du vielleicht... Oh, ja, das habe ich gehört. Oh, ja, das habe ich gehört. Komm, lass uns spazieren gehen. So, du musst nur noch eine Kerze auspusten. Ich hab Tarotkarten, Spiegel, Ouija-Board. Oh Gott, ja, in ihrem Raum ist die Voodoo-Puppe, ne? Okay, Geist wurde in Geisterraum teleportiert und kann in der Theorie eine Minute lang nicht jagen. Wir haben 25% Sanity bekommen. Das war eine Interaktion. Penis! Genau das! So, hier. Mach mal bitte Hut. Ich hol, ich hab jetzt... Ja, ich hab jetzt 100% Sanity. Sie kann ihren Geisterraum wieder nicht wechseln. Also lasst uns einmal ganz schnell ein Thermometer und das alles holen. Wir wissen ja, was sie ist. Sie ist auch zu 100% kein Mimik. Halt, ich hab kein Fotoapparat oben. Oh, ich bin so blöd, ne? Ja, ist okay. Step durch. Wo? Okay, jetzt bin ich weg. Hau rein, Geisti! Ja, nee, jetzt kannst du mich mal... Ich habe keine Lust, nochmal von dir gehandelt zu werden, wenn ich ehrlich bin. Interaktion. Wäre ich mal gegangen. Sanity verloren. Das wäre noch ein verfluchter Hand gewesen. Geisti wurde in den Geisterraum teleportiert. Okay, gut. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Also ich habe jetzt nicht unbedingt wenig Diogen, um die Frage von vorhin noch zu beantworten. Brandon Young, einer jagt den Kommgeist Mahu und Foto vom Geist. Also ich habe mir letztens das Bein gebrochen und schleiche hier jetzt halt einfach so umher. Genau, das Ouija-Board. Dann haben wir den Spiegel. Ich werde nicht in den Spiegel schauen, ich werde mich hüten. Ich verliere keine 20% Sanity einfach mal so ohne Grund. Deswegen, ich kann halt auch nicht sprinten. Ne? Das ist... Ich eile, Geist. Ich eile.
Oder im Schlafzimmer. Nein, kriege ich drei Beweise oder kriege ich keinen Beweis? Nee, ich kriege keinen Beweis, ne? Run. Jetzt gib mir doch Mühe. Hetz mich nicht. Alte Frau ist kein D-Zug. Ich glaube, ich habe den Geist gefunden. Geist, die ist hier. Wir sind bei circa 100%. Wir haben Zwillinge. Er hat zuerst was geworfen und sofort den Lichtschalter angemacht. Wir haben Zwillinge. 95. 90. 85. 80. 75. 70. Und ich kann auf jeden Fall schon sagen, er hat nämlich Licht geklickt. Wir haben definitiv keine Mare. 80 waren wir, ne? Siebzig. 65. 60. Gut, es könnten auch schon bei 50 sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Kein Revenant, kein Hantu, kein Deogen, kein Say. Das war's schon. Das ist kein Zwilling gewesen. Nur ob es ein Raiju ist oder nicht. Ich würde sagen, es ist kein Raiju. Jetzt huntet er nämlich länger. Es ist auch definitiv kein Moroi. Er hat definitiv zu früh angefangen zu hunten, also es ist definitiv kein Shade. Wir haben alle Nadeln drin. Das heißt 55%. Er hat definitiv vorher gehuntet. Aber ich glaube, wir haben einen 60er Geist. Danke fürs Kerze auspusten. Nein! Wir nehmen jetzt zweimal Pillen und sind wieder bei 100%. Wir können gucken, ob es ein Mimic ist. Wir können gucken, ob es ein Gespenst ist. Falls er sich nochmal zeigt, nehmen wir ein Fotoapparat mit. La 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 la. Ich bin ja gleich da. Scheinen aber definitiv keinen Mimic zu haben, weil Geist, sie kann auch den Geisterraum nicht wechseln. Also haben wir auch definitiv keinen Mimic. Gut. Ein Mimic hat nämlich immer Fake Orbs, die zählen nicht als Beweis, die treten auch auf, wenn man null Beweise hat. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Hunt, aber ich habe ihn nicht gesehen, deswegen bin ich wieder zurückgegangen, aber ist okay. Ja, du stehst vor mir. Ein Phantom bist du definitiv nicht. Sonst würde man dich nicht sehen. Geh mal weg, bitte. Könntest natürlich auch eine Banshee sein, ne? Can you... Ja, wir haben kein Gespenst. Wir haben definitiv kein Gespenst. Okay, weiter geht's. Was können... But you might be a Banshee. Ich will dich nicht nochmal verschwinden lassen. Die Banshee zieht so viel Sanity ab, wenn ich sie vorher verschwinden lasse. Aber er singt schon relativ viel. How is my sanity? Gut ist 60 bis 80. Goodbye. Gut ist 60 bis 80. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50.
Ab 80, aber ich hab nicht geredet. Wir haben Daemon oder Onryo. Wait! Onryo. Onryo. Er hat die Kerze ausgepustet. Er hat die Kerze ausgepustet und, nicht ganz 6 Sekunden später gejagt. Wenn das ein Daemon ist, dann war das mit der Kerze Zufall. Ich müsste noch einer Jagd entkommen. Verzichte ich jetzt aber drauf. Ich sage, es ist ein Onryo. Welcome back. There's some jobs ready for you. Hat sich gelohnt. Ich habe auch nur wöchentliche erledigt. Katjana Doe. Bewegungssensor, Foto vom Geist und Kruzifix. Okay, wir haben die Musikbox. Wir haben den Spiegel. Wir hatten, glaube ich, Tarotkarten. Oder Zirkel zufällig, ne? Okay, let's go. Scheiß drauf. Egal, wo der Geist ist. Wir setzen uns jetzt hier hinter den Stuhl und... Interaktion. Ich habe nichts gehört. Ich habe wieder nichts gehört. 25 Sanity minus. Ist ja nicht so, dass ich es nicht sowieso schon 0% habe. Das wäre ein verfluchter Hand gewesen. Das wäre eine Interaktion gewesen. Und da ist die High Priestess. Leider als Fool. Dass sie huntet. Okay, ich habe ganz kurz seine Schritte gehört. Es war definitiv kein Revenant, definitiv kein Hantu. Deogen und Say, Moroi kann auch raus. Eine Interaktion. Ich habe das Fensterklopp gehört und Geisty ist auch definitiv unten. Ich habe doch sowieso keine Sanity. Ficken Sie sich, Geist. Wait, du hast hier das Glas geworfen, oder? Da ist auf jeden Fall der Knochen. Nee, das hast du auch nicht geworfen. Oh, doch. Du bist definitiv hier. Ja, hier hinten. Du hast ein Bier geworfen. Jetzt brauchen wir erstmal ein Fotoapparat. Wir kriegen einen Beweis. Ich habe eine Sonne gezogen. Ah, Leben ist schön. Wir kriegen einen Beweis, also nehmen wir direkt einmal das und die... Wir haben ja auch Räucherstäbchen mit. Das Räucherstäbchen brauche ich jetzt ja gar nicht mehr. Schauen wir erstmal fix, ob wir Orbs haben. Ich glaube aber nicht. Where are you? How? Are you a Moroi? Wir haben die Box. Nein, du kannst kein Moroi sein. Du wärst schneller gewesen. Und du bist auch definitiv kein Mimic. Was wollte ich jetzt machen? Genau, wir nehmen Salz mit. Und wir nehmen die UV-Lampe mit. Man kann jetzt nicht mehr in die Türrahmen einen Bewegungssensor setzen. Ja, anscheinend doch. Bewegungssensor haben wir, Kruzifix haben wir, Foto vom Geist kriegen wir auch hin. Wir sind noch bei 90%. Oma, 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 Oma. Oma! Du bist kacke. Ich weiß, dass du dein Räumchen wechseln kannst. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass du immer noch hier bist. Ich glaub's allerdings nicht. Wir haben ja noch mehr als genug Salz, ne? Oh, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Oma ist definitiv kein Gespenst. Haben wir. Wir haben definitiv kein Gespenst. Okay, lasst mal ganz kurz. Geist, sie ist immer noch im Twin. Wir machen da jetzt... einmal eine Reihe an Räucherstäbchen. So. Dann nehmen wir uns unsere Pillen. Und dann machen wir ein Foto von Oma. Nicht so gut geklappt anscheinend. Keine Uni, kein Uni, kein Uni, kein Uni. Geh bitte weg, geh bitte weg, geh bitte weg, geh bitte weg, geh bitte weg. Dankeschön. Du kannst sowieso kein Uni sein. Oma ist kein Phantom! Oma ist kein Zwilling. Ayo!
war so schnell, weil sie mich gesehen hat. Keiner der Geister ist wirklich schnell. Das war nämlich definitiv die... Oh, shit, wann habe ich geräuchert? Sagen wir 2:15. Sagen wir circa 2:15 habe ich geräuchert. Das mit dem Räuchern können wir nochmal machen, gar kein Problem. Ich sollte vielleicht erstmal gucken, wo meine Sanity ist. Weil wenn ein Spirit noch nicht hunten kann, was er nicht kann, bringt mir das ja auch nicht viel. How did you die? Umgebracht. Ermordet. How are you? Schwach. Tja, warum bist du wohl ermordet worden, ne? How's my sanity? Average. 40 bis 60. Goodbye. Ja. Das war jetzt nochmal ein Geister-Event. Aber jetzt müsste ich definitiv unter 50 sein. Wir können den Yokai testen. Hat er schon... Wir haben sogar alle Aufgaben erledigt. Ich habe auch alle Fotos. Jetzt müsste ich nur noch den richtigen Geist ermitteln, ne? Lü, 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 lü. Oh. Ist schlecht jetzt, Oma. Lü, 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 lü. Lü, 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 lü. Gesehen hat sie mich nicht. Sonst wäre sie mir weiter hinterhergelaufen. Lü, 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 lü. Sie ist kein Yokai. Lü. Ey! Bist du doch ein Yokai? Ich glaube, sie ist doch ein Yokai. Sie ist einfach an mir vorbeigelaufen. Versuchen wir unser Glück. Wir versuchen unser Glück einfach. Bonus für perfekte Ermittlung. I did it. Endlich. Easy. Sharon Elliott. Eine Jagd entkommen, 25%. Und Foto vom Geist. Das klingt so nach Hallo, Geist sagt tot. Nee, ich beginne mit 100%. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Bisschen. Kleines bisschen. Also. So, da bin ich aber angekommen. Oh, wir... Ich weiß, wo Geisti ist. Ich weiß, wo Geisti ist. Er hat gerade Hasi irgendwo hierhin teleportiert. Das habe ich... Er hat Hasi gerade teleportiert. Das habe ich gehört. Ach ja, würde ja gerne. Au. Oh. Geist hat Strom angemacht. Geist ist definitiv kein Djinn. Ich habe einen Brustkorb gefunden. Ich hab Schiss weg. Hör doch mal auf, jetzt mir hinterher zu laufen. Wie viele Beweise krieg ich? Einen, glaube ich, ne? Ah, ich habe kein Fotoapparat mitgenommen. Shit. Also in den beiden Zimmern haben wir erstmal keine Orbs. Wollen wir nochmal in dem Zimmerchen gucken? Nee. Dann wollen wir nochmal in der Küche gucken. Kann nämlich sein, dass Geisti gewandert ist. Ich denke nicht. Er hat nämlich gerade im anderen Zimmer geklopft. Where are you? How? Okay, ich habe meinen Beweis für diese Runde. Wir haben definitiv keinen Mimik. Ja, 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 ich bin nicht so schnell. Zoom. Na? 2 hours later. Dann bin ich vielleicht auch mal da. Can you step through... Kann man euch wieder fotografieren? Ja. Jetzt weiß ich nicht genau, welche Tür. Perfekt. Oh! Nope. Wir haben definitiv kein Gespenst. Sehr schön. Ich habe nicht lange im Dunkeln gestanden. Das heißt, wenn es ein Moroi ist, dann habe ich definitiv sehr viel Sanity verloren. Nein, es ist zu 100% kein Moroi. Fick dich, ich gehe! Das kannst du niemandem erzählen, ernsthaft,
ist kein Mimic. Es ist definitiv kein Mimic. Fuck it, ich fahr! Es ist ein Phantom! Welcome back. I've prepared some jobs for you. Jerry Belfield, EMF, Geister-Event und Bewegungssensor. Ich bekomme eh keinen Beweis. Ich bekomme eh keinen Beweis. Also, wait. Eine Sache kann ich gucken. Wenn ich einen Orb sehe, nehme ich Mimic und fahre ab. Geisti hat ans Fenster geklopft. Ist Geisti da vorne? Ist Geisti hier? Er ist schneller als normal. Halt, nein, wir haben einen 25-prozentigen, ne? Dann ist er normal schnell. Hunter haben wir aber auch nicht. Ich glaube, er hat von hier gehuntet. Du nicht. Boah, das hat jetzt selbst mich erschrocken. Da kam er einfach um die Ecke. I'm dead. Ich habe geräuchert gegen 39, 32, circa. 39, 32. Wir sind gleich bei 2 Minuten. Ich kann jetzt nicht, Geist. Haben wir einen Spirit? Oder haben wir einen Onryo? Ab jetzt könnte auch ein Spirit wieder handeln. Nee, es war nur ein Geist-Event. Ich bleib trotzdem bei Spirit. Er ist in einem richtig dummen Winkel. Weil er hat meine Kerze nicht ausgepustet und dann gehuntet. Ich bleib bei Spirit. Ich überlebe. Dankeschön. Für die 50 Bits. Dankeschön. Es war ein Spirit. Siehst du? Sag ich doch. Nein, nicht für die 50 Bits. Nein, das war ein Free. Aber es war ein Spirit. Das ist okay. Ich hätte einfach gehen sollen.